finalen Teil der Notfallmedizin, was wir heute beibringen werden, sind Invasivitäten, Zugänge. Alles, was sich irgendwo in der Körperhöhle hineinpopeln lässt, und damit meinen wir eigentlich primär Gefäßzugänge, was ihr in der Notaufnahme, im Schockraum, im Nachtdienst so benutzen werdet. Da werden die euch bekannten Venflonszusein, periphere Venenzugänge, Kollegen aus dem nördlichen Reich würden eher sagen Braunüllen, bei uns heißen die Dinger Venflons, gibt es in allen unterschiedlichen Größen und Formen, und es gibt arterielle Zugänge. Gehen wir auch alles nacheinander ein, wir werden auch mit euch so Sachen behandeln wie zentralvenöse Katheter, wo wir schauen, wo würde man die legen, wie richtet man sich das und worauf muss man achten, dass man die auch dahin bekommt, wo man will. Also der Sinn und Zweck war jetzt der, es ist ja als Einleitung gedacht, der wird jetzt wahrscheinlich nicht gleich anfangen ZVK legen, war bei uns ja auch nicht der Fall, sondern wir zeigen euch einmal das, wir machen also ein Set auf, wir zeigen euch die einzelnen Teile, die da drinnen enthalten sind, wie man was in die Hand nimmt, wo man überhaupt überall so einen Katheter legen kann und wie man das ungefähr angeht. Das Ziel war das, dass wenn ihr nachher in den ersten Notaufnahmediensten einen Begriff hört, ZVK da und da, dass ihr eine Vorstellung habt, was wird da verwendet, wie soll der Patient in etwa benannt sein, was muss man kennen dafür und was muss man heranschaffen. Viel mehr als jetzt wirklich detailliert zu lernen, wie das dann abgeht. Ihr seid ja, wie ihr wisst, ihr seid beim kritisch kranken Patienten niemals alleine. Aber es ist gut, wenn ihr einen Katheter, einen Zugang, was auch immer in die Hand nehmen könnt, ihr wisst, dass das Spitzeende den Patienten gehört und wie ich da ungefähr mache. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht, aber zumindest mal die Grundidee solltet ihr nach dem Video schon haben können. Gut, dann starten wir mal mit dem ersten Teil. Auf geht's! Nächster Punkt, arterieller Zugang. Wofür ist er? Das ist vielleicht der erste Punkt, der relevant zu erwähnen ist. Der arterielle Zugang dient im Wesentlichen zwei großen Funktionen. Das ist, dass man den Blutdruck invasiv und exakt bestimmen kann, vor allem notwendig natürlich beim instabilen Patienten, wie auch vor allem, wenn man eine Katecholamintherapie braucht. Und der zweite Punkt ist, dass man eine Blutgasanalytik immer wieder durchführen kann, ohne jedes Mal neu stechen zu müssen. Wie schaut ein standardarterieller Zugang aus? Folgendermaßen, den seht ihr da. Es ähnelt im Wesentlichen am Venflon ziemlich stark. Oben ist kein Klapperle, sondern mehr so ein Schieberegler, das zeige ich euch gleich. Wenn wir ihn aufmachen, noch einmal kurz demonstriert. Wie ein Venflon, oben mit dem Schieberegler ein bisschen filigraner ist die ganze Nadel. Der Patient liegt idealerweise so da, wie es jetzt der Alex tut. Man spricht natürlich mit ihm, Herr Hammer, ich muss jetzt bei Ihnen gerade einen arteriellen Zugang legen. Gell? Ist in Ordnung. Ich warne Sie vor, es kann da ein bisschen stechen. Ich sage Ihnen immer Bescheid, bevor ich was mache mit der Nadel. Das kommt ungefähr daher, da wo es den Puls normal spüren. Gell? Dann gibt es mehrere Varianten, wie man das angeht. Viele legen gerne so ein Brett darunter unter den Arm. Andere haben ganz gern eine Rolle drunter. Das kann alles Mögliche sein. Das kann zum Beispiel so eine pH-Haftrolle sein, wie ihr da seht. Die ist mir jetzt zu groß. Ich hätte gern, ich muss auch da her. Ich will das ein bisschen überstrecken. Das ist unangenehm mit der pH-Haftrolle. Ist zu groß. Andere Variante ist diese Fixierung vom Arm, die wir euch noch am Schluss zeigen, zu verwenden. Oder, was auch nicht schlecht geht, ehrlich gesagt, ist zum Beispiel einfach eine Ultraschallgelflasche. Die kann man auch unter diese Abdeckung reintun. Was erzeugt man damit? Der Arm liegt gerade da, er ist leicht überstreckt und ich taste mal den Puls. Jetzt ist der Alex erfreulicherweise hemodynamisch stabil, der Puls ist folglich gut tastbar. An der Stelle werde ich desinfizieren. Handelsübliches Hautdesinfektionsmittel. Wenn ich es jetzt gescheit mache, markiere ich mir das davor, vielleicht ein bisschen mit dem Nagel könnte ich es markieren. Oft habe ich gewisse Hautmerkmale, wo ich mir das merken kann. Ich soll nicht nachtasten, natürlich nach dem Desinfizieren. Ich sage es extra nochmal, wir alle wissen, dass es im Real-Life-Szenario oft etwas anders ausschaut und beim hemodynamisch instabilen Patienten auch durchaus vertretbar ist. Jetzt, ich habe den Arm überstreckt, ich kann mir auch eine zweite Person einteilen, die mir hilft und den Arm so ein bisschen haltet. Gehe dann ran an die Stelle, wo ich den Puls taste
Und meine Herangehensweise ist, ich teste das jetzt da, ich spüre den Puls ganz gut und gehe dann direkt, ich hoffe, das ist nicht überblendet, merke ich gerade, schauen wir mal. Machen wir ein bisschen dunkler. Ja. Gehe dann mit der Nadel hin zu der Stelle, wo ich den Puls taste. Stich ungefähr in so einem Winkel, das ist so 45 Grad ungefähr, stich einmal gescheit durch die Haut durch. Sobald ich da hinten, da, einen Tropfen Blut sehe, dann würde ich nicht mehr tiefer gehen. Es gibt zwei Varianten. Die einen stechen durch, sehen nachher, dass Blut kommen ist, ziehen es langsam ein bisschen zurück und schauen nachher nach, indem sie die Nadel ein bisschen zurückziehen, wo das Blut wieder daherkommt. Die andere Variante ist, das so ähnlich zu machen wie ein Venenverlegen. Man sticht rein, sieht, dass Blut kommt, zieht gleich einmal die Nadel leicht zurück, leicht, nicht komplett, weil ihr müsst ja diesen Plastikschlauch, der ist sehr, sehr leicht schiebigbar, den müsst ihr nur schienen. Also ihr zieht es zurück und geht es dann langsam vor und zeitgleich langsam mit der Nadel retour. Dann liegt es so, da rinnt, wenn ihr arteriell liegt, natürlich jetzt relativ rasch relativ viel Blut daher, dann könnt ihr diesen roten Schalter, den wir am Anfang angesprochen haben, einmal nach vorne bewegen, dann ist er zu. Der hat zwei Positionen markiert, vorne off, hinten on. On heißt einfach, Blut kann durchfließen, off heißt, es kann nichts durchfließen. Also, eine Sache habe ich euch jetzt unterschlagen. Wir nehmen an, er liegt jetzt, der arterielle Zugang, und es gibt da zwei Schulen der Herangehensweise. Ein arterieller Zugang, generell muss man sagen, tut mehr weh als ein Venflon. Anständig mehr weh. Ist ein gut innerviertes Gebiet. Jetzt gibt es zwei Varianten. Beim wachen Patienten gehört davor ein Lokalanästhesie gelegt, also eine Betäubungsstochen. Dünne Nadel, wie wir beim ZVK nachher zeigen werden, sagt sie das, dass man zuerst unter der Haut ein Depot spritzt und dann so fächert um das Areal herum, wo man sticht. Jetzt gibt es eine andere Variante bei einem bewusstlosen Patienten oder auch bei jemandem, wo man den Puls sehr, sehr gut tastet und definitiv sicher weiß, man ist mit einem Stich drinnen, kann man natürlich diskutieren, wie gut es ist, denn vorher die brennende Lokalanästhesie zu legen und damit ein bisschen fächern. Das muss man sich halt individuell ausmachen. Beim Alex ist es jetzt so, da liegt jetzt der arterielle Zugang, ihr seht, der Schalter ist auf off, also vorne, sonst würde da jetzt das Blut daherrinnen. Und er tut dann zwei Pflaster drauf, gegengleich. Das machen wir jetzt miteinander. Die Pflaster schauen handelsüblich so aus bei uns. Ausgepackterweise schaut es dann so aus. Im Allgemeinen, wie Pflaster üblicherweise halt so bei uns sind, eine recht klebrige Angelegenheit. Ihr geht daher. Mit der Klebeseite nach unten. Klebeseite nach unten ist ein guter Tipp, danke. Und biegt das dann einmal an. Nein, der folgt kein Mysterium, das ist euch. Ja. Ihr seht, Mediziner, Entschuldigung, haben generalisiert Probleme mit Pflastern. Als erstes kommt nämlich eine Fixierung mit Steristrips. Zack. Zack. Und die meisten picken auch noch einmal so herum, dazu. Quer drüber, direkt über die Einstichstelle. Seht ihr es so? Jawohl. Und dann bewegt sich das einmal nirgendwo mehr hin. Dann kann das einmal nicht mehr viel haben von der Fixierung her. Jetzt kommt das Pflaster drüber, das ich zuerst verworfen habe, idealerweise. Jetzt kann ich da drüber gehen und pick das auf. Das ist ein ziemlicher fitzelige Angelegenheit, würde ich sagen. Das besteht nämlich dann nochmal aus zwei Schichten, die man noch einmal voneinander trennen muss. Abermals habe ich euch ein kleines Detail unterschlagen. Wenn der arterielle Zugang länger liegt, tut man unter die zwei Flügel ein kleines Polsterle rein. Sonst erzeugt der nämlich durch das länger Liegen und diese recht straffe Fixierung sehr leicht Druck stellen, und das wollen wir auf keinen Fall. Jetzt braucht man noch ein zweites Pflaster, das ist jetzt ein anderes. Jetzt schaue ich drüber. Sehr gut. Wir nehmen noch eines und das picken wir gegengleich drüber.
sprich nicht so herum, wie man jetzt initial immer vermuten würde, sondern so herum, um das wirklich zu fixieren. Zack. Und da drüber. So, Verbandsleier sind wir nicht bedingt die geschicktesten, die Nadeln liegen uns etwas mehr, aber wir bemühen uns. So, jetzt müsst ihr das Szenario dann aufbauen, das heißt, da kommt ein Schlauch dran, über den kann man dann den Blutdruck messen vom Patienten und das hält jetzt alles schon sehr fest. Man merkt, dass ich manipuliere, das macht man natürlich nicht beim wirklichen Patienten, aber ich manipuliere da schon ziemlich herum, ohne dass irgendwas passiert. Der nächste Schritt ist, dass eine Fixierung noch drüber kommt. Die Fixierung haben wir eingangs kurz hergezeigt. Das ist diese, ähnlich wie so eine Schiene, wenn man sich ersbrochen hat. Die kommt hinten drauf, soll den ganzen Arm fixieren und dann geht man mit pH-Haft außen herum. Ich hoffe, es sind keine professionellen Pfleger anwesend. Keine Sorge, deine Fehler werden nur unsterblich dokumentiert. Jawohl. So, ich will euch jetzt das gar nicht bis zum Ende zeigen, aus mehreren Gründen, wie ihr euch denken könnt. Aber ihr könnt euch das, den Sinn und das endgültige Szenario vorstellen. Man fixiert die Arterie dann mit so einer Schiene, noch, damit er nämlich dann nicht den Arm groß abbiegen kann. Ich kann dann da auch den Schlauch in so einer Schlaufe dann fixieren, weil selbst wenn ein bisschen Zug dran ist, habe ich dann trotzdem noch Spiel, bevor ich wirklich dann an der Arterie selber ziehe und das disloziere. Ich kann natürlich beim Arterie legen auch die Arterie, es gibt ja Fälle, wo ich das einfach nicht gut ertast, oder? Mit Hand schon oft, das ist sowieso mal von mir aus, der Tast ist einfach nicht und ich bin auf der Intensivstation und muss trotzdem eine Arterie legen, einen Zugang, dann schaue ich mit dem Schallkopf hin. Ich habe wieder meine Markierung da links, ich tue mir den Linearschallkopf mit einer geringen Eindringtiefe, den lege ich mir da her. Da, wo ich auch Puls tasten würde, lege ich den Schallkopf her. Und das Bild, das sich dann dabei, entsteht, ist das, was wir euch jetzt gleich einblenden. Das ist jetzt ungefähr die Einstellung. Man sieht das Gefäß selber jetzt gar nicht so gut eigentlich, was man sieht. Obwohl, man sieht schon, ihr seht zwar zwischen das schwarze Lumen da, und ihr seht es pochen. Das heißt, die Herangehensweise ist immer gleich. Ihr stellt euch das, was euch interessiert, möglichst bildschirmfüllend natürlich da und ihr stellt es euch möglichst mittig im Monitor da, weil dann wisst ihr, wenn ihr da mittig am Schallkopf eine Nadel einbringt, dass die dann auch auf die zutreffende Läsion oder das zutreffende Gefäß genau eintrifft. So, jetzt haben wir noch einen kleinen Schmäh für euch. Es ist ja schwierig zu üben, wie ziele ich im Schall auf eine bestimmte Struktur hin, auf ein Gefäß. Und man möchte natürlich nicht, dass wenn man das erste Mal praktiziert, dass das an einem Menschen ist, im Idealfall, verständlicherweise. Was kann man sich da basteln, damit man das selber ein bisschen üben kann? Unser Oberarzt hat einen ganz praktischen Schmäh gehabt. Das ist so eine handelsübliche Mayonnaise-Salat-Plastikdosen, gefüllt mit einem Röhrchen für eine Blutabnahme. Lässt sich wahlweise auch durch ein kleines Stück Schlauch ersetzen. Fokus, danke. Und der Rest ist Ultraschallgel. Kann auch Handkathetergel oder dergleichen sein. Sinn und Zweck des Ganzen ist, es ist für euch durchsichtig, ihr könnt es nachverfolgen, wo quasi die zu treffende Struktur verläuft. Und für den Schall stellt sich so ähnlich dar, als ob da Gewebe drinnen wäre. Und ihr kriegt dann eine schöne Reflexion von dem Röhrl. Und ihr könnt dann, wenn ihr da oben den Schallkopf auflegt, ein paar Mal durch diesen Deckel durchstechen und üben, quasi dieses in die Mitte einstellen, mittig hinfahren mit der Nadel, hineinzielen, wie schaut der Nadel aus im Schallkopf und dergleichen. Also, einfach zum Basteln, idealer Start ins Punktieren. Weitere Arten von Zugängen am Hals. Ich habe den Patienten, klassischer Notaufnahmepatient, an die Arme, schlechter peripherer Venenstatus, hat man mit viel Mühe und Not auch schon auswärts probiert, eine gescheite Leitung hineinzulegen, hat aber maximal vielleicht die obligatorische blaue oder vielleicht sogar eine rosa Leitung am Handrücken zusammengebracht, was mir jetzt aber, weil er sich aktuell leider verschlechtert hat, nicht als ausreichend empfinden.
Und deswegen brauchen wir einen gescheiten Zugang. Was heißt der gescheiter Zugang? Gescheiter Zugang heißt entweder grün oder größer. Orange, grau, was auch immer. Und optimalerweise, wenn wir sehen, es geht unten nicht, werden wir den Hals als bevorzugte Stelle nehmen. Wir haben da unseren Patienten, der was praktischerweise, wenn man da so hinschaut, zeichnet sich da schon am Hals oben ab, dass wir eine Vene sehen. Diese Vene ist die Vena jugularis externa. Praktisch ist es, wenn der Patient, also nicht praktisch für den Patienten, aber praktisch für uns, wenn der vielleicht ein kardiales Problem hat und mit dem Auswurf das Problem hat, dass er einfach einen enormen Rückstau hat in die Gefäße, dass sich deswegen die Halsvenen stauen, dann haben wir sowieso leichtes Spiel. Blöd ist es, wenn der Patient es unterfüllt ist, wenn er nicht ausreichend hydriert ist, wenn er von Haus aus einen schlechten Volumenstatus hat, dann kann man sich da ein bisschen behelfen. Ich kann dem Patienten sagen, dass er mal die Bauchpresse üben kann, so wie wir es davor gemacht haben. Presst einmal ganz kurz, schauen wir uns mal das Gefäß an. Jetzt sehen wir, das Gefäß tritt gut hervor. Siehst du eigentlich bis da unten sehr gut. Kannst du wieder loslassen. Alternativ wollen wir das jetzt einfach, indem wir das Kopfteil niedriger lagern, das heißt Fußteil. So, man sieht den Patienten noch ganz gut, die Füße sind jetzt höher. Jetzt braucht er eigentlich gar nicht pressen und man merkt da, dass die Vene immer besser zur Geltung kommt. Jetzt, wie geht es an? Wenn ich jetzt die Vena jugularis externa punktieren will, brauche ich dafür keinen Ultraschall, brauche ich dafür gar nichts, außer eine gute Leitung und einen sicheren, starken Arm. Ich bitte den Patienten, dass er meinen Kopf ein bisschen zur Seite dreht, sehe das Gefäß da gut, kann man alternativ da ein bisschen drauf drücken, dass sich es noch von oben her noch mehr nachstaut, dann kommt es noch besser heraus. Und dann schnappe ich mir einfach die grüne oder die graue Leitung, da wäre jetzt die graue überhaupt kein Problem. Ausreichend desinfizieren, dass es schön sauber ist. Und dann fahre ich hinein, indem ich einfach kurz die Haut am Hals festhalte und wieder mit Schwung durch die Haut durch ins Gefäß hineinfahre. Ich sehe dahinter dann ganz gut, es tröpfelt mir ganz gut entgegen das Blut. Meistens halt, wenn man einen halbwegs normalen Kreislauf hat, dann kommt es oben bei einer Jugularis externa schon relativ zügig daher, obwohl ich noch sehe, es ist eindeutig venös. Schieb das Venflon einfach vor und fixiere es an der Haut. Wir erinnern uns an die Fixierung von der Arterie. Das mache ich am Hals auch nicht anders, indem ich einfach ein Venflonpflaster in die eine Seite und das andere gegengleich darüber klebe, über diese Flügelchen, damit es sich da oben einfach nicht bewegt. Und diesen Zugang, der was dann da oben liegt, den kann ich dann gut für alle Abnahmen, für alle Infusionen hernehmen, weil der hat ausreichend Volumen. Das ist ein grüner Zugang, der hat ein Volumen von mindestens 100 ml die Minute, was ich da hineinbekomme. Die graue sogar noch deutlich mehr, die hat mehr als das Doppelte. Die orange dann noch einmal ein bisschen mehr. Was man bei der Gelegenheit gleich sieht, auch noch, das ist eine Sicherheitsnadel, ein Sicherheitsvenflon. Wenn ich das herausziehe aus dem Schläuchel, ist da so eine kleine Metallkappe drauf, dann kann ich mich da nicht mehr stechen. Den Luxus habe ich bei den meisten Arterien, die was wir bei uns verwenden, nicht, aber bei den Venflon sind eigentlich alle mit so einem Sicherheitsverschluss. Was mache ich jetzt, wenn wirklich alles schief geht? Ich kann peripher nicht, ich kriege oben nichts hinein. Was mache ich, wenn ich unbedingt jetzt einen Zugang brauche, aber sonst keiner geht? Ich mache einen Knochenzugang. Wie mache ich den Knochenzugang? Vor allem, wo mache ich ihn? Es gibt mehrere Orte, wo man Knochenzugang machen kann. Sternal, Malleus, Medialis. Aber wir nehmen eigentlich wirklich nur das Tibia-Plateau her. Schauen wir uns mal an, wo genau liegt denn das Tibia-Plateau? Ich hoffe, man verzeiht mir, dass ich da jetzt vor laufender Kamera meine unrasierten Beine darstelle. Aber wir müssen genau dahin. Wir haben da, wenn ihr tastet bei euren eigenen Füßen, gibt es da eine Stelle, wo oben praktisch auf der Tibia so ein kleines Plateau ist, wo es flach der Knochen unter der Haut zu tasten ist. Genau dahin müssen wir, und mit der Nadel werden wir da durch das Plateau Richtung Kniekehle nach hinten durch die Nadel hineinbohren. Dann habe ich da meinen Zugang und kann da praktisch in den Knochenmarksraum hinein, kann ich da Sachen hineinspritzen, kann auch ein Blut abnehmen. Gehen wir später noch darauf ein, was das für uns bedeutet. Schauen wir es uns einmal live an. Wie schaut das aus, wenn ich diese Handgriffe durchführe? Ich habe einen Knochenbohrer und ich habe eine dazu passende Nadel. Die ist jetzt schon ausgepackt. Gibt es in unterschiedliche Größen. Da gibt es eine Kindergröße in rosa, die ist ein bisschen kürzer und kleiner. Es gibt noch die, sage ich jetzt mal, für deutlich gewichtigere Erwachsene gibt es noch die gelbe, die was deutlich länger ist, wenn jetzt wirklich ein massives, subkutales Fettgewebe hat, damit ich da auch hineinkomme. Die blaue ist die Standardgröße. Schutzkappe herunter, ich stecke das einfach nur so auf den Knochenbohrer hinauf und dann bin ich eigentlich schon gerichtet. Ich nehme mir das Tibia-Plateau, setze die Nadel an und dann drücke ich einfach nur auf den Bohrer. So, schon ist sie drin. Ich nehme die Nadel vom Bohrer. Dann muss ich sie noch abschrauben. Das Abschrauben geht teilweise ein bisschen schwieriger. Dann kommt die eigentliche Nadel heraus. Die Nadel ist heraus
und dann habe ich diesen Anschluss. Auf diesen Anschluss kommt ein Plastikschlauch drauf und aus dem und in den kann dann der Zugang erfolgen. Was muss ich jetzt machen? Ich muss mir Kochsalzlösung unter Zehnerspritzen nehmen und das Ganze flaschen. Achtung! Wenn Sie sowas bei einem wachen Patienten macht, unbedingt davor sedieren. Das Bohren an sich, das geht noch einmal kurz durchs Periost durch, das tut einmal kurz weh, dann ist es eigentlich in Ordnung. Aber was wirklich, wirklich massiv weh tut, ist das Flaschen. Wenn der Polytoxikomane komplett benebelt drinnen liegt, fast keine Eigenschutzreflexe mehr hat und ich flasche dem die Knochenleit, dann kann es sein, dass der mal in die Gurgel springt. Das tut wirklich massiv weh, also sediert die Leute davor lieber kurz. Macht eine Kurznarkose mit denen, es ist sonst wirklich einfach unmenschlich. Ihr flascht mit diesen 10 ml Kochsalzlösung, damit ihr unten diesen Knochenmarkraum freispült. Durch diesen Druck, durch das schnelle Hineinflaschen, wird unten der Knochenmarkraum ein bisschen aufgebrochen und das Ganze kann in dieses Venengeflecht vom Knochenmark hinein diffundieren. Ich kann dann, wenn ich oben einen Druckbeutel dazu hänge mit einer Infusion, über diesen Zugang eigentlich ähnliche Laufraten wie zum Beispiel mit einem grünen Venflon erreichen, so an die 100 ml pro Minute. Wenn ich das ohne Druck nur mit Gravitation hineinlaufen lasse, habe ich vielleicht Raten, die was eher so einem blauen oder einem rosanen Venflon entsprechen. Was ich machen kann, ich kann ein Blut daraus abnehmen, sind natürlich einige Werte verfälscht, wie zum Beispiel Kalium und auch noch andere Werte, alkalische Phosphatase, so Geschichten und so. Aber was ich nicht machen darf, ist, dass ich an so einen Zugang einen Perfuser anhänge. Wenn ich an so einen Zugang einen Perfuser anhänge, dann alles, was mit so einer geringen Laufrate über den Perfuser da hineinläuft, das versickert da einfach nur irgendein Knochenmarksraum, das kommt nicht an. Wir haben das auf die harte Tour festgestellt, indem wir bei einem Patienten, wo wirklich nichts gegangen ist, wo wir zwei Knochenzugänge gelegt haben, der was dann massiv katecholaminpflichtig geworden ist, mit Noradrenalin und mit Empresin über den Perfusor fast bis zur Anschlagsgrenze hinaufgedreht hat über diese Knochenzugänge, der ist aber nicht nach oben gegangen. Mittlerweile haben wir oben den ZVK gelegt gehabt und haben die Perfusion dann oben angeschlossen und dann haben wir uns nach ein paar Minuten ziemlich gewundert, wie der mit Druck auf über 300 geht, weil dann wirklich das angekommen ist, was über den Perfusor hineinläuft. Da unten keine Perfusoren. Normale Infusionen sind in Ordnung. Reden wir über den ZVK. ZVK, zentralvenöser Katheter. Das ist der große Bruder vom peripheren Katheter, der sich in ein paar Punkte davon unterscheidet. Wir nehmen den zentralvenösen Katheter dann her, wenn wir einen Zugang brauchen, der was länger liegt, der was verlässlich ist zum Abnehmen, wo wir unsere täglichen Blutabnahmen machen können und wo wir auch einiges an Infusionen geben können, weil er im Gegensatz zum peripheren Katheter mehrere Lumina hat, die was wir bespielen können. Er liegt auch tiefer drinnen, es ist nicht nur so ein kurzes Schläuchel mit ein paar Zentimeter Länge, wie es der periphere Katheter hat, sondern das zentralvenöse Katheterschläuchel ist deutlich länger. Je nachdem, was für Größe man hat, sind das 20 cm, 30 cm, vielleicht sogar noch länger. Es gibt unterschiedliche Ausführungen an Kathetern, was man legen kann. Es gibt auch sogenannte High-Flow-Katheter, was man legen kann, die was man zum Beispiel für Nierenersatzverfahren wie Hämofiltration, Hämodialyse hernehmen kann, einfach weil man da relativ viel Volumen durch der Pumpt. Aber dieser normale, herkömmliche ZVK, den was wir jetzt so bei uns im Schockraum, auf der Intensivstation und so weiter legen, der ist meistens für die langliegenden Patienten, dass man einfach sagen kann, ich habe einen guten Zugang für alle, ich brauche nicht immer täglich neu stechen, ich kann alle Infusionen geben, ich kann alle Blutabnahmen machen. Was für den Orten von zentralvenösen Kathetern können wir legen? Prinzipiell, wohin gehören die? Man kann sie meistens jugulär legen, auf den Seiten, da am Hals. Man kann sie an der Subklavia legen oder man kann sie zum Beispiel in die Leiste legen. Wir nehmen eigentlich bevorzugt, weil er am einfachsten geht und weil er eigentlich die größte Trefferwahrscheinlichkeit hat, nehmen wir den jugulären Zugang. Schauen wir uns einmal live an, wie das ausschaut, wenn wir einen Patienten für so einen jugulären ZVK vorbereiten. So, wo schalle ich denn jetzt hin beim ZVK? Das ist jetzt ungefähr die Perspektive, wenn ich ein jugulares ZVK lege, die der Sonographeur bzw. der den Katheter legt, einnimmt. Der Alex ist wieder unser Patient, Herr Hammer. Darf ich Sie gerade bitten, dass Sie mit dem Kopf vielleicht kurz nach links schauen, ein bisschen so nach oben ein bisschen. Sehr gut, danke. Idealerweise würde ich natürlich so Sachen wie den Ring entfernen. Ich fahre mit dem Schallkopf, Linearschallkopf wieder, daher. Und da suche ich das Gefäß auf die Markierung. Schaue auf die Seite. So schaut die Schallposition aus. Also, das Ganze nun im sonografischen Schnitt. Folgendes seht ihr da. In der Mitte ist eine Trachea-Luftröhre mit drüber der Schilddrüse, subkutanes Fettgewebe, oben natürlich und die Muskulatur, der Sternocleidomastoideus. Dann kommen da zwei Gefäße.
zum Schein. Eines wirkt schon mal runder, pochender. Und eines ist leicht entrundet. Das schauen wir mal, wenn wir Druck drauf ausüben. Das ist die Vene. Die verschwindet vollkommen und kommt sofort wieder, sobald der Druck weg ist. Schwindet wieder, kommt wieder. Die Arterie ist davon sichtlich unbeeindruckt, erfreulicherweise. Jetzt bitten wir den Alex noch was anderes. Über mal eine Bauchpresse aus, bitte. Schauen wir mal, dann müsste die Vene, ihr seht das jetzt, die Vene wird extrem riesig. Danke. Also ihr könnt durchaus während dem Punktieren und dem Darstellen auch eine Bauchpresse ausüben lassen. Wie kann ich das anders auch noch machen? Den Kopf ein bisschen tief lagern, dann wird es auch wieder größer. Oder die Beine hochlagern. Jetzt probieren wir das mal mit den Beinen hochlagern. Ja, wohl, wird auch wieder größer. Also, Vene auf Druck, kleiner, Arterie nicht. Den Situs haben wir euch zuerst gesagt, wo wir stehen. Da ist zum Punktieren. Wenn es darum geht, Volumen zu verabreichen, viel Volumen pro Zeit, also in einem Notfallsetting, ist jeder Katheter umso besser, je dicker und je kürzer er ist. Jetzt habt ihr vom Alex gehört, der ZVK ist sehr sicher, er ist sehr genau zum Legen, sonografisch gezielt, man kann ihn ein paar Tage liegen lassen, das stimmt, aber zur sehr schnellen Volumengabe ist er gar nicht so ideal. Zur schnellen Volumengabe ist in der Tat ein ganz dicker Veinflon, sprich orange, grau, sowas dergleichen, oder so ein Highflow-Katheter. Der ist, wie der Alex schon gesagt hat, wie ein ZVK zu legen, aber er ist kürzer und er ist dicker. Also je mehr Volumen ich verabreichen will pro Zeit, umso kürzer und dicker und zentraler natürlich sollte der Zugang sein. ZVK, richtiges Anziehen. Ich muss mal alle meine Teile davor herrichten. Davor herrichten heißt, die Pflege, die was man das herrichtet, muss konkret wissen, was du von ihr willst. Die erfahrene Pflege weiß, wenn du jetzt sagst, wir legen jetzt ein ZVK, was sie da alles richten muss, die will eigentlich von dir nur noch wissen, welche Länge des Katheters, wie viele Lumen soll er haben. Und dann vielleicht noch deine Handschuhgröße. In dem Fall, wir uns jetzt schon alles herrichtet, ich gehe mit euch einfach nach der Reihe durch, was wir da jetzt da haben. Womit jetzt anfangen würde, ist, dass ich mich selber herrichte, dass ich mir eine OP habe und eine normale Maske nehme. Und mit damit beginne einzukleiden. Das ist, damit da kein Schweiß auf den Situs tropft, damit ich da keine Haare verliere und damit mich selber auch keine Spritzen da irgendwo treffen, wo ich sie vielleicht nicht brauche. Ich habe ein Paket mit sterile Handschuhe, Größe 7,5, hergerichtet. Ich lasse jetzt nochmal verschlossen. Wir haben hier dieses Set für ein ZVK. Das ist schon fix fertig, ist schon alles dabei, ist aufs Tuch, deswegen steht ohne Tuch drauf. Das kann ich jetzt einmal so mit meinen unteren Händen auspacken und werde es mal so auf dem Tisch deponieren. Da sind die beiden Hände. Das reiße ich einfach auf. Und breite es dann so und greife es nur an der Außenseite an, dass innen die sterile Seite erhalten bleibt. Dann schaue ich, dass ich mir das schön auf meinen Tisch ausbreite. Innen ist alles steril, innen nicht angreifen. So, gut, das lassen wir jetzt einmal so liegen. Der nächste Schritt sind meine sterilen Handschuhe, die ich mir jetzt mal so anziehe, dass sie auch steril bleiben. Wir richten uns am besten auf eine glatte Oberfläche, wie zum Beispiel diese Liege. Falten sie auf. Schauen auch wieder, die Innenseite bleibt steril. Und die Innenseite bleibt nach Möglichkeit offen. So, jetzt muss ich natürlich so Sachen wie Schmuckuhr und so weiter, muss alles weg. Und dann ziehen wir die Handschuhe an. Das heißt, ich fahre mit den Fingern in die Innenseite der Handschuhe hinein. Sie sind wir über die erste Hand drüber, alle Finger drinnen, lasst den Kragen so. Sterile Handschuh, fahr in den zweiten hinein, fahr mit der zweiten Hand hinein, schau, dass ich natürlich den einen Handschuh nicht berühre mit den unsterilen Fingern. Bin auch wieder in allen Fingern drin, jetzt kann ich so den Kragen nach hinten falten. Gut, diese Handschuhe sind steril, die greifen auch nur Steriles an. Dann kann ich jetzt diese Innenseite von dem Paket angreifen, habe diesen grünen Mantel. Der liegt schon so, dass ich da mit den Händen hinein kann und dann nur noch in die Ärmel schlupfen muss. Da brauche ich dann Mithilfe von meiner Assistenz, die was man dann hinten zumacht. Die Assistenz naht heran. Ich muss da im Prinzip mit den Handschuhen durch den Ärmelkamm durch und hinten wird dabei verknotet. Gut,
Ich habe jetzt also meinen Mantel hinten zugeknotet bekommen, das heißt, ich stürze mich jetzt aufs ZVK-Set. Das sind zwei Kartonhälften. Wenn ich die aufmache, finde ich da drin einen Becher für die Desinfektion mit den drei blauen Schwämmen oder Tupfern, die was da hinein versenkt werden und dann dementsprechend mit Desinfektionsmittel benetzt, damit ich damit den Situs sauber machen kann. Was ist noch drinnen? Spritzen sind schon welche drinnen, eine große 20er, eine kleine 5 ml Spritze, die lege ich mal zur Seite, da werde ich aber noch mehr Spritzen brauchen. Ich habe noch einen Nadelhalter, ich habe zum Verkleben des ZVK, wenn er dann fertig ist an der Haut, einfach noch ein normales Pickerle, ein normales Pflasterle und ich habe jede Menge steriler Tupfer in großer und kleiner Ausführung. So, jetzt bitte mal meine Assistenz, dass sie mir bitte ein Desinfektionsmittel in die Tasse hineintut. Jawohl. Desinfektionsmittel, Closed-Loop-Kommunikation. Es muss ein Hautdesinfektionsmittel sein, kein Oberflächendesinfektionsmittel, irgendwas, was die Haut halt nicht reizt. Da gibt es ein paar, die was dafür zulassen sind, je nach Ort unterschiedliche. Wir haben da jetzt zum Beispiel ein Octiniderm. Also, da ist jetzt die Schale mehr oder weniger voll. Haben wir mal Desinfektionsmittel. Dann will ich von meiner Assistenz bitte noch, gibst du mal drei 10 ml Spritzen? Drei 10 ml Spritzen? Drei 10 ml Spritzen, passt. Die bekommen jetzt steril zugegeben. Er macht sie mir steril auf, ich schnapp sie mir, deponiere sie und lege sie mal auf meine Anrichte. Ich tue es mal ein bisschen näher zu mir. Nummer 2. Und Nummer 3. Gut, dann brauche ich jetzt als nächstes eine Kochsalzlösung. Da haben wir die Kochsalzlösung stehen, da ist der Ton. Ich lasse mir eine Kochsalzlösung steril geben und ziehe mir damit ein paar von den Spritzen auf. Ihr seht, manche Dinge dauern. Gut Ding will Weile haben. So, das macht jeder ein kleines bisschen anders. Also ich ziehe mir meistens da die 20er und 13er Spritzen mal mit Flüssigkeit auf, also mit Kochsalzlösung. Und ihr werdet dann gleich sehen, wofür ich die brauche, diese Kochsalzlösung. Passt, vielen Dank. Sehr gerne. Dann, was ich als nächstes brauche, wir haben jetzt noch diese kleine 5 ml Spritze. Wenn das jetzt ein wacher, nicht sedierter Patient ist, dann muss ich dem natürlich davor lokale Betäubung geben, weil so ZVK legen, das ist ein Schmerzreiz, das kann ich nicht einfach so machen. Das heißt, wir ziehen uns eine lokale Betäubung auf, zum Beispiel Xylonest, wie wir da jetzt haben. Dann komm her, dass du sagst, kommst zu mir, pass auf, weil da alles steril ist, gell? Ja, genau. So, ziehen wir uns mal diese 5 ml Xylonest auf, also das eine Ampulle, passt gut. Ja. Und dazu brauche ich dann noch eine graue Nadel, mit der ich das Ganze im Patienten infiziere. Nadel weg. Lokale Betäubung, gebe zurück großzügig, weil es ist feiner, der Patient hat an der Stelle, wo wir da herummachen, ein ordentliches Depot, als wir. Er hat zu wenig und muss ihn danach noch nachspritzen. Die graue Nadel? Da haben wir die graue Nadel. Die werden wir gleich auf diese Spritze mit dem lokalen Anästhetikum drauf tun. Im Zweifelsfall, eine Ampulle sollte eigentlich im Normalfall ausreichen. Wenn es zu wenig ist, wenn der Patient noch sagt, werden wir dann danach noch demonstrieren. Wenn man an der Haut prüft und er verspürt es trotzdem noch zu stark, werden wir zur Sicherheit noch eine zweite Ampulle danach anästhesieren. Gut, dann brauche ich jetzt noch mehr, weil außer diesen Sachen fehlt mir jetzt noch eine Skalpellklinge, wie du sie gerade in der Hand hast. Möchtest du diese als nächstes? Genau. Einen Moment. So, wir haben eine Skalpellklinge. Und dann eigentlich noch etwas vom Wichtigsten, nämlich den eigentlichen Katheter. Den haben wir da drüben. Wir nehmen jetzt einfach einen ganz normalen dreilumigen ZVK und schauen uns da mal an, was jetzt in diesem Set alles drinnen ist. So schaut es aus. Genau. Das machen wir jetzt mal auf. Ich nehme das mal steril heraus und dann schauen wir mal, was wir da alles brauchen dafür. Und jetzt sag ich, das ist nämlich unheimlich lästig zum Aufmachen, nur um es zu demonstrieren. Also es ist gern so, dass man dann ein bisschen so fest anreißt und dann fliegen an die Sachen entgegen und fliegen auf den Boden und das muss man vorsichtig machen. Ich darf nicht hingreifen oben, oder? Und genau. Er darf unten nicht hingreifen. Das Papier brauche ich nicht. Was ist da drinnen? Wir haben einmal da drinnen den Dilatator. Zum Aufdehnen, ja. Wir haben eine Nadel zum Punktieren. Wir haben den eigentlichen Katheter mit seinen drei Lumina. Wir haben den Führungsdraht. Und wir haben noch eine weitere Punktionsnadel. Wir haben, sehr wichtig, diese beiden Plastikhülsen. Damit wird der Katheter dann an der Haut befestigt.
Dann gibt es noch eine Spritze. Die Spritze ist hohl, da könnt ihr theoretisch den Draht dadurch hineinführen. Ich werde jetzt ein bisschen andere Technik machen, ich tue sie mal einfach nur zur Seite. Noch eine Verschlusskappe, damit jetzt Lumen auch eine Verschlusskappe hat. Wir haben so einen roten Nadelabwurf, wo ich dann die Nadeln hineinstecken kann, damit ich mich nicht damit stich. Und in diesem Set ist jetzt auch schon eine Skalpellklinge drin gewesen. Im Machen-Set ist eine drin, im Machen wieder nicht. Im Zweifelsfall muss ich mir sonst eine von extern holen. Gut, passt. Haben wir da jetzt mal alles gesehen. Was ich jetzt als Vorbereitung machen werde, ich werde jetzt den Katheter nehmen und werde die Lumina spülen, weil ich will nicht, dass da Luft in dem System ist. Das heißt, ich nehme jetzt eine von meinen vorbereiteten Spritzen mit Kochsalzlösung und spüle das jetzt zum Demonstrieren so lange hinein, bis ich sehe, da unten tropft es heraus. Dann gibt es da blau diese Schleusen, mit denen ich den Katheter selber verschließen kann. Da ziehe ich einfach dran und dann ist es schon abgeklemmt. Das mache ich mit allen Lumina. Die blauen Verschlüsse müssen davor herunter. Lege ich mir einfach mal zur Seite. Spülen, bis unten daherkommt. Verschließen. Passt. Verschlossen. Gut. Der ZVK ist vorbereitet, der kommt jetzt mal zur Seite. Dann, was muss ich mir noch vorbereiten? Ich muss mir noch den Führungsdraht vorbereiten. Da ist so ein kleines Kapperle oben und der Draht steht jetzt so in so einer Schlinge heraus. So kriege ich ihn natürlich nicht ins Gefäß. Das heißt, ich ziehe den Draht ein bisschen nach hinten, bis die Spitze so gerade herausschaut. So nicht komplett, dass er wieder komplett innen drin versinkt, sondern einfach nur, dass sie so heraussteht. Das kann sein, dass sich löst. Muss ich schauen, dass das fest draufsteckt, weil dann werde ich den Draht so mit dem Finger nach vorschieben und so geht der dann ins Gefäß hinein. So. Dann, wir haben den Dilatator. Der Dilatator ist dafür da, wenn der Draht durch die Nadel hineingelegt worden ist ins Gefäß, werde ich mit dem Dilatator über den Draht noch die Stelle ein bisschen aufdehnen, dass ich statt der dünnen Nadel auch den eher dickeren ZVK durchbekomme. Dann haben wir noch die Punktionsnadel gehabt. Ich werde jetzt einfach mal diese weiße Nadel verwenden und die tue ich mir auf eine von meinen Nasalspritzen nach oben. Vielleicht auf eine von denen, die was nicht komplett voll ist. Weil dann kann ich da dann ein bisschen aufziehen und sehe dann, wenn Blut kommt, dass ich im Gefäß drinnen bin. Gut, was haben wir jetzt dann noch? Wir brauchen jetzt natürlich noch sterile Tücher, haben wir schon alles da. Damit werden wir jetzt einfach mal den Situs sauber machen. Gut, eine Kleinigkeit fehlt uns noch. Wir brauchen noch Nahtmaterial und noch einen Nadelhalter. Weil wir müssen den ZVK ja dann an der Haut festnähen und von daher werden wir uns das gleich richten, damit wir es nicht dann später erst noch extra noch anfordern müssen. Nahtmaterial, Herr Doktor. So, Nahtmaterial, steril zugegeben, legen wir uns auf die Seite. Und dann Dings. Den Nadelhalter brauchen wir noch. Den haben wir als Klemme verwendet auf unserer. Ja, wir werden später einen Nadelhalter aufbleiben können. Den haben wir. Und dann brauchen wir noch ein Tuch. Also wir können entweder normale Tücher hernehmen, die was ich einfach, zeigen uns das einfach mal kurz in die Kamera, das normale Tuch. So, ja stimmt. Zweierlei Tücher gibt es, einen Moment. Ich nahe heran. Es gibt entweder ein Lochtuch, wo schon das Loch fix fertig drin ist. Das ist so ein großes grünes Tuch, wo in der Mitte ein Loch ausgestanzt ist. Das ist ganz fein, wenn ich genau weiß, wo gehe ich hin, picke ich mir das ab und habe dann in diesem Loch den Situs, den ich behandeln kann. Alternativ kann ich mir das Gebiet selber abstecken mit so einfachen grünen Tüchern. Die haben da oben einfach so einen Rand, der klebt und kann man ein Tuch so auf eine Stelle draufkleben, dass praktisch dann alles drüber steril ist und kann man dann zum Beispiel ein zweites und ein drittes drüber kleben, dass ich so ein Dreieck einfach klebe in der Größe, wie ich es haben will. Darunter muss natürlich alles davor sterilisiert sein und mit den Tüchern klebe ich mir dann einfach ab, damit ich meine Arbeitsfläche fertig habe. Ich nehme jetzt dieses Lochtuch. Lochtuch kommt. Ja, Moment, Sekunde. So. So. Lochtuch. Gibt es da das Kleberle, darunter ist das Loch. Das werden wir dann gleich drüben befestigen. Aber jetzt sollten wir eigentlich mittlerweile mal alle wichtigen Sachen da haben und wir gehen jetzt einmal zu unserem Patienten. Gut, wir haben da vorher schon, wie ich gesehen habe, mit unserem Patienten geredet, haben ihm darüber aufgeklärt, was wir mit ihm machen. Der Patient hat eingewilligt, jetzt werden wir schauen, dass wir den Patienten selber vorbereiten. Ich bin am Kopfende des Bettes, Füße sind da unten, da ist der Kopf und dann werden wir, wenn wir da jetzt jugulär ein ZVK legen, den Patienten bitten, dass er den Kopf einfach vielleicht ein bisschen die Fensterseite hinüberdreht, damit ich da im Hals jetzt schön arbeiten kann. Zu diesem Zweck haben wir jetzt einen Ruhepatienten vorbereitet. Ich bitte jetzt kurz um die Enthüllung. Also wir haben keine Ahnung, ob es funktioniert. Man nehme einen Schweinebraten, für die Veganer kann man gerne ein Gemüselaberli nehmen und fülle es mit zwei Schläuchen, ein Harnkatheter, ein Sauerstoffkabel,
Da haben wir jetzt mit Flüssigkeit, mit Himbeersaft gefüllt und jetzt schauen wir mal, ob dieses Modell unseren Gefäßen in etwa entsprechen würde, wie man sie hier oben am Hals vorfinden würde. Also, mit dem Patienten rede ich die ganze Zeit, was mache ich mit ihm? Jetzt wird zuerst einmal das Gebiet sauber gemacht. Die Desinfektion kommt, es ist ein bisschen kalt, es ist ein bisschen nass. Großzügig desinfizieren. Mit diesen drei Stäbchen, die wir uns vorbereitet haben. Ihr fahrt immer vom Zentrum des Gebiets, also dort, wo ihr stechen würdet, normalerweise kreisförmig oder auch fächernd in die Peripherie hinaus. Also das frischeste Teil von dem Tupfer sozusagen ist immer am Zentrum. Das müsst ihr jetzt ein bisschen eintrocknen lassen. Nehmt vielleicht nicht so viel Desinfektionsmittel, dass der ganze Patient davon schwimmt. Kleines bisschen eintrocknen lassen, weil sonst hebt auch die Folie nicht ordentlich. Die sterile Folie, die wir zuerst gehabt haben. Sterile Folie mit diesem Loch. Es gibt immer einen Pfeil, wohin man sie ausklappen kann, und auf diesem Pfeil, da kommt das längere Ende des Loches daher, der Folie daher, sagen wir jetzt mal so. Ja. Jetzt nehme ich das Loch, klebe mir das genau auf meinem Situs drauf, das wird in den meisten Fällen nicht halten, und decke mir da jetzt steril mein Arbeitsgebiet ab. Beim Patienten drunter schaue ich, dass der ein bisschen unter der Folie herausschauen kann, dass der ein bisschen Luft bekommt. Die Folie klebt normalerweise an allem, außer da, wo man sie braucht. Muss man sich meistens ein bisschen richten. So. Gut. Ich rede mit dem Patienten, ob es ihm drunter gut geht. Sauerstoffbrille haben wir ihm davor schon vielleicht gegeben, damit er unter der Folie genau genug Luft bekommt. Und wir haben da jetzt ein steriles Gebiet, wo ich mir meine Sachen herrichten kann. Folie hat das Sichtfenster für die Patienten. Also die sehen nach außen. Und man probiert natürlich dann nach dem Abkleben das so zu drapieren, dass das enge Gefühl möglichst gering ausgeprägt ist. Ich richte mal gleich ein paar Tupfer her, ich werde sie dann später noch brauchen. So. Gut. Also, ich erkläre dem Patienten jetzt als nächstes, dass wir ihn jetzt lokal betäuben werden. Ich habe mir jetzt davor aber noch nicht Gedanken gemacht darüber, wo genau stiche ich denn jetzt den ZVK hinein. Das heißt, ich brauche jetzt noch das Ultraschallgerät und muss schauen, unter sterilen Bedingungen, wo am besten das Gefäß zu punktieren geht. Wie packe ich mir jetzt den Ultraschallkopf steril ein? Ich muss dazu auch wieder von meiner Assistenz eine Hülle bekommen, die gleichzeitig Kamera führt, deswegen ist es gerade ein bisschen spannend. Das ist eine sterile Ultraschallkopffolie. Da fahre ich mit der Hand hinein, dass diese Folie auf meinen Fingerspitzen ist. Das schaut so nach vorne. Dann nehmen wir unseren Linearschallkopf, weil wir schauen ja auf Gefäße drauf. Linearschallkopf. Aber den Linearschallkopf, und der wird mir jetzt so quer zu meiner Hand gehalten, dass ich dann praktisch, wenn ich diese Klebefolie entferne, nach Möglichkeit nur die Folie und nicht das Klebeinstrument darunter, wie es häufig auch vorkommt. Nimm eine andere Ecke. Ja, passt. So. Also, Klebeseite ist noch vorhanden. Das kann weg. Und damit schnappe ich mir den Schallkopf und ziehe diese Folie jetzt so weit wie es geht nach unten. Ganz unten ist dann unsteril. Das greift dann meine Assistenz an. Jawohl. Und oben fixiere ich mir das Ganze. Da ist so ein Kleberle dabei. Das werde ich einmal um den Schallkopf herum fixieren, damit man da die Folie nicht abhaut. So, jetzt ist der Schallkopf gerichtet, der bleibt auf dem sterilen Gebiet. Und dann brauche ich da auch noch steriles Ultraschallgel mit dazu. Kannst du mir da auch noch eins bringen? Da sollte ich da drüben eins legen. Gibt's da einen? Ja. Ich lege euch kurz ab, bitte verzeiht's. Steriles Ultraschallgel. Steriles Ultraschallgel. Lege ich mir auch daher. Da tun wir uns jetzt ein bisschen was auf den Schallkopf drauf. Spart es nicht mit dem Gel. Ordentlich Gel nicht mehr, viel hilft viel. In dem Fall auf voller Fälle. Dann schaue ich auf die Gefäße drauf, wie ihr vorher gesehen habt. Schauen wir jetzt, wo ist Vene, wo ist Arterie, kann ich sie gut komprimieren. Wenn ich dann gefunden habe, wo ich hinstich, schaue ich mir nach unten an, wie weit nach unten das Ganze geht, ob es der Winkel vom Gefäß passt, und dann habe ich mein Gebiet gefunden, werden wir das nochmal ein bisschen von dem Gel befreien und an dieser Stelle werde ich dann lokal anästhesieren. Xylanest werden wir schnappen mit der grauen Nadel. So, lieber Patient, jetzt kommt ein leichter Stich, kurzes Brennen danach, infiltriert die Haut.
Da legt zuerst der Quaddel unter der Haut direkt und dann unter der Haut ist es natürlich schmerzhaft, da werde ich ein bisschen Quaddel legen, damit es dann nicht so schlimm ist. Und dann gehe ich ein bisschen in die Tiefe. Ich werde immer wieder kurz aspirieren, ob ich nicht schon in einem Gefäß bin, gehe in die Tiefe und spritze dann noch ein bisschen. Das tue ich auch so ein bisschen fächern, dass da ein bisschen ein größeres Gebiet mit abgedeckt ist. Wenn ihr in einem Gefäß landet, dann spritzt ihr bitte nicht mehr. Lokalanästhetik und Innengefäß kann dazu führen, dass der Patient Herzrhythmusstörungen bekommt. Gut, dann, wenn ich jetzt unten in meinem Gefäß drinnen bin, jetzt werden wir das mal anstechen. Also da kommt jetzt mal die Luft, das würde jetzt schon mal von jugularer Seite dafür sprechen, dass ich schon in der Pleura bin. Bei unserem Modell bin ich jetzt einfach schon unten durch. Schauen wir mal, ob wir da das Gefäß gerade treffen. Luft wollt ihr nicht sehen in der Spitze. Kannst du mal den Schlauch unten ein bisschen fixieren? Ja. Also, dass nichts ausrennt, oder? Ja. So. Ja, also unser Modell lässt uns da gerade ein bisschen im Stich. Im Prinzip kann ich schon bei der Lokalanästhesie probieren, das Gefäß zu punktieren. Wenn da Blut kommt, bin ich fertig, dann ziehe ich heraus, lasse das einmal wirken. Die Nadel kommt weg, optimalerweise schon in unseren Nadelabwurfbehälter. Jetzt lassen wir das mal eine Minute wirken. Währenddessen erklären wir den Patienten wieder weiter, wie es wieder so weitergeht. Fragen ihn kurz einmal, ob es jetzt an der Stelle schon ein bisschen taub wird. Da würde ich jetzt einfach mal unseren Dilatator nehmen. Wichtig ist bei der Lokalanästhesie, es ist nicht so, dass er komplett nichts mehr spürt, sondern nur keinen Schmerz mehr. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem Dilatator da herumpopel, da ist es schon so, dass er den Druck vom Dilatator merkt, aber er merkt jetzt nicht, ob das stumpf oder spitz ist. Wenn ich jetzt da vergleiche, die nicht anästhesierte Haut, dann merkt er da alles ganz normal. Und da, wo man drunter anästhesiert, da soll es zumindest taub sein und er sollte eigentlich das Spitz-Stumpf-Gefühl so ein bisschen verloren haben. Kann ich auch machen, theoretisch, wenn ich da jetzt mit dem eher spitzeren Draht ein bisschen so drauf pieks, was sonst als leichter Schmerzreiz interpretiert werden würde, das sollte er jetzt eigentlich nicht schmerzhaft merken. Wenn der Patient sagt, es ist angenehm taub auf dieser Stelle, habe es eine Minute oder zwei einwirken lassen und es geht soweit, dann würde ich als nächstes unsere nächste Kochsalzlösung, Spritze mit Punktionsnadel hernehmen und schauen, dass ich das Gefäß da punktiere. Ich würde die Punktionsspitze übrigens nicht vollkommen vollfüllen mit Nazel, weil wenn ihr überlegt, ihr stecht sie ins Gefäß und aspiriert dann. Wenn die Spritze schon 10 Milliliter Nazel zuvor drin hat, dann könnt ihr natürlich nicht mehr so viel aspirieren. Deswegen das ist hat das, was ich vorher erklärt habe. Deswegen genau. Haben wir da die Halbfolie und nicht die ganz Folie. Deswegen hat er nur 2 bis 4 Milliliter sowas drinnen im Schnitt. Ja. So. Genau. Wir werden uns noch ein bisschen Gel auf den Schallkopf geben. Schauen, dass wir uns das Gefäß gut einstellen. Vielleicht kommst du von der Seite rüber. Ich komme auf die andere Seite rüber. Moment. So, jetzt seht ihr das Setup. Ich meine, das Schallgerät steht normal idealerweise im Stichkanal, also in der Richtung des Stichkanals, weil er sich dann wesentlich leichter tut. So muss er um die Kurven umschauen. Ich habe davor schon bei der lokalen Anästhesie ungefähr gemerkt, in welchem Winkel, in welcher Tiefe ich da nach unten muss, damit ich ins Gefäß herkomme. Es ist so, ich bin da oben jugulär, ich darf da jetzt nicht zu flach hinein, weil sonst bin ich da unten gleich mal in der Pleura oder so. Ich muss da relativ steil hineinstechen. Also, ich schaue mir jetzt die Mitte vom Schallkopf, sehe am Bildschirm oben, wo ich da umgehe. Unter dieser Mitte muss das Gefäß liegen. Setz da dran. Das ist genau dieses anästhesierte Gebiet. Da fahre ich jetzt mit der Nadel hinein, stiche mal kurz durch. Und unter Aspirieren schaue ich, dass ich da jetzt hineinkomme. Ihr seht das Blut. Das Blut kommt in die Spritze. Kippe die Nadel ein bisschen, den Schallkopf brauche ich jetzt dabei nicht mehr. So, ich stütze mich jetzt da auf der Haut ab, halte die Nadel fest. Und da kommt jetzt unser Führungsdraht hinein. Das Blut kommt dabei da heraus, das tropft da so ein bisschen entgegen. Wenn es uns entgegen spritzt, dann würde ich die Nadel wieder rausziehen, das heißt, dass wir die Arterie getroffen haben. Sollte uns einfach normal venös entgegenkommen. Ich habe jetzt diesen Draht, so die Kurve ein bisschen nach unten. Und werde jetzt hineinstecken und mit dem Daumen vorschieben, dass der unten dann im Gefäß landet. Ich kann das Ganze machen, indem ich das zum Beispiel Ultraschall gezielt anschaue, dass ich da jetzt schaue, weiter nach unten, okay, ist der Draht wirklich im Gefäß. Und dann schiebe ich den Draht einmal weiter. Wenn er oben am Hals nicht gut zum Vorschieben geht, kann ich nochmal herausnehmen, vielleicht einen anderen Winkel nehmen, den Draht so ein bisschen drehen oder auch am Arm vom Patienten ziehen lassen. Dann geht es oft ein bisschen, wenn man am Gefäß zieht, dass man gut da hineinkommt. Auf jeden Fall schiebe ich jetzt den Draht nach unten. Bis ich bei dem Patienten, der ja ein EKG-Monitoring hat, sehe, dass er jetzt oben am Monitor Extrasystolen hat. Warum hat der Extrasystolen? Der hat dann Extrasystolen, wenn der jetzt da unten, da sind wir jetzt schon ungefähr im Vorhof, wenn da unten der Draht den Vorhof tangiert, da ist das ein Reiz, der führt zu einer Extrasystole. Da muss ich zurückziehen, weil da will ich natürlich nicht, dass der zu lang einen schädlichen Reiz ausführt.
Okay, ich sehe mal, ich bin richtig, der Draht ist gut nach unten gegangen. Dann kommt jetzt als nächstes die Nadel heraus, nehmt euch ruhig einen Tupfer. Nadel heraus. Und der nächste Schritt ist dann der Dilatator. Diesen Dilatator fädel ich auf den Draht auf. Den Draht dabei nicht loslassen. Hinten halte den Draht. Der Draht schaut immer hinten raus. Immer. Mega und damit ich jetzt diesen Dilatator hineinbekomme, den kann ich jetzt nicht einfach durch das Nadelloch durchstecken, brauche ich meine Skalpellklinge. Ich muss die Haut ein bisschen incidieren. Mit dieser Skalpellklinge orientiere ich mich am Draht und werde da jetzt ein bisschen in die Haut hineinschneiden. So, es reicht schon, 5 mm, so nur ein kleiner Schnitt, dass ich einfach da gut nach unten komme mit Dilatator. Durch diesen kleinen Schnitt werde ich jetzt den Dilatator durchschieben. Ist jetzt bei unserem Gefäßmodell mit dem Plastik natürlich ein bisschen schwieriger. Ich schiebe den da durch, also ruhig einmal einige Zentimeter tief hinein. Ich merke es eh, wenn der Widerstand geringer wird, dass ich im Gefäß gelandet bin. Dann lasse ich ihn kurz da drin. 5 Sekunden oder was, passt gut. Dann ziehe ich ihn außer, halt aber mit Druck den Tupfer fest, weil wenn das dilatiert ist, ist das Loch viel größer und dann blutet das viel mehr. Halt den Tupfer drauf und dann fädel ich den eigentlichen ZVK auf. So. Abstützen, dass es gut geht. Wenn ich den Draht auf den ZVK auffädel, kommt der immer bei einem bestimmten Schenkel heraus. Und zwar ist das der braune Schenkel. Das heißt, der muss offen sein, darf nicht abgeklemmt sein, damit da hinten der Draht herauskommen kann. Ich ziehe den Draht unten ein bisschen zurück, halte den die ganze Zeit fest, schaue, dass die Katheterspitze nahe an der Haut ist, dass ich nicht so weit herausziehe, dass ich vor allem den Draht komplett in der Hand habe. Und dann schaue ich, dass ich ihn so weit herausziehe, bis er hinten herausschaut. Der muss immer da ausschauen, immer. Der fährt jetzt da kommt er jetzt heraus. Seht? Ja. Das Ende halte ich fest und dann schiebe ich ZVK-Spitze nach unten. Schiebe ich nach unten bis ins Gefäß hinein. Ziehen wir da drum ein bisschen dran. Mhm. Ja. Und dann ist natürlich noch die Frage, wie weit schiebe ich den? Ziehen wir mal rüber an den ganzen Schlauch. Ein Zirgen am Schlauch, so mag es sein. So. Ich schiebe den jetzt da einfach durch und für mich ist jetzt noch wichtig, wie tief schiebe ich den hinein. Wenn ich das jetzt jugulär, so wie wir es da jetzt simulieren, auf der rechten Seite mache, dann ist es bei einer normalen Körpergröße so mit 15, 16 cm Tiefe, das sehe ich da markiert, normalerweise ganz gut. Wenn ich es auf der linken Seite mache, da habe ich da so eine Kurve natürlich, die was ich da bewältigen muss, dann ist der Weg länger, dann würde ich da eher so auf 18, 19 cm herum den Schlauch hineinschieben. Tiefer als so würde ich jetzt auf der rechten Seite jugulär nicht machen. Da habe ich also die entsprechende Tiefe, das passt, dann Markierungen sechs, oder? Seitlich. Den Draht ziehe ich heraus, schnappt mir eine von seinen Kochsalzspritzen. Der Draht kommt jetzt heraus. Das ist interessant, der hängt nicht mehr so. So. Das geht normal ganz einfach, das ist jetzt modellbedingt. Die normalen Patienten haben keine Plastikgefäße. Gut, der Draht kommt heraus, dann kommt da meistens schon ein bisschen Blut daher. Da sehe ich da schon durchs Schleichel, dass da Blut kommt. Ich habe diese Kochsalzspritze, die Luft ist entfernt. Schau, geht's gut hinein? Ja. Aspiriere, sehe, kommt da Blut daher. Und wenn Blut kommt, spritze ich das Blut wieder hinaus, dass das Schläuchel frei ist, dass da drinnen nichts gerinnt und mache mit der Schleuse das zu. Idealerweise fängst du die Blutsäule ab, bevor es in die Spritzen reingeht. Weil dann braucht man die Spritze nicht verschmeißen und braucht nicht wieder eine neue. Und wenn das dann gut gespült ist, das Schläuchel, wenn ich sehe, man kann aspirieren und man kann spülen, kommt da das Verschlusskapperle drauf. Dasselbe mache ich jetzt mit den anderen Schenkeln des ZVK. Wieder Schleuse auf, aspirieren, Blut kommt, freispülen, verschließen. Währenddessen kann man sich ein bisschen mit dem Patienten unterhalten, dass eigentlich eh schon das meiste getan ist. Das war bis jetzt eine Arbeit von so 10 Minuten oder so, wenn eigentlich keine Komplikationen aufgetreten sind. Weil jetzt hat man da eigentlich nur noch einen Arbeitsschritt, der was dann übrig bleibt, und zwar den Katheter noch an der Haut zu fixieren, dass er sich da nicht weiter bewegt. Wieder aspirieren, hineinspülen, fertig. Dann werden wir auch da das Verschlusskapperle nehmen. So. Gut. Der ZVK ist noch nicht an der Haut fixiert, das heißt, wir nehmen jetzt die beiden Plastikteile, was wir jetzt am Anfang gehabt haben. In dem Fall ist es ein weißes, das was da unten so ein bisschen geschlitzt ist. Gut. Und das blaue, das was aus so einem harten Plastik besteht.
Das Weiße, was jetzt ein bisschen geschlitzt und dehnbar ist, das werden wir jetzt auf den Schlauch mit diesem Schlitz draufsetzen und dann bis zu unserer gewünschten Tiefe, so wie wir sie davor markiert haben, hinbewegen. Die Flügelchen kommen so nach unten auf die Haut und das Blaue kommt oben drüber, dann wird das abgeklemmt, dass sich das nicht mehr bewegt. So, dann habe ich das jetzt soweit einmal fixiert. Jetzt muss ich einfach nur zwei Nähte setzen, dass ich das an der Haut selber fester nähe. Währenddessen schaue ich, dass da alle Drähte, Nadeln, alles, was da jetzt irgendwie noch Gefahrenquelle ist, da entfernen. Dann schnappe ich mir das Nahtset mit Nadelhalter. Ich habe da diesen Faden und dann gibt es auch wieder mehrere Methoden, je nachdem, wie man das jetzt macht. Optimalerweise, wenn ich großzügig infiltriert habe, wird der Patient jetzt diese beiden Nähte nicht merken und sonst sagt man kurz, jetzt kann es sein, dass es einmal kurz sticht. Stich mal kurz durch die Haut durch, stich wieder heraus und fädle ihn auf der anderen Seite hinein. Und dann mache ich da mal unseren ersten Knoten. Ich mache den Knoten ein bisschen locker, weil wenn ich den zu fest mache, dann ist das ein sehr unangenehmes Gefühl auf der Haut, wenn da die ganze Zeit zu oben ist. Ich mache das jetzt, dass ich da jetzt ein bisschen eine Luft habe. Ich kann da jetzt entweder so Luftknoten machen oder ich kann es mir einfach machen, indem ich einfach so ein Kapperle, den Dilatator oder was irgendwas nimmt, dass man so ein bisschen Abstand macht und dass ich dann auf dem festknot. Es muss spannungsfrei sein und trotzdem festheben. Es muss ein bisschen Bewegungsspielraum haben, wenn ich da fertig bin. Aber es darf sich nirgendwo hinbewegen, wo wir es nicht haben wollen. So, ein paar Knoten mache ich gegengleich, dann kann ich das entfernen. Und dann habe ich da einen Knoten, der was eigentlich da ein bisschen Luft hat, aber trotzdem hält. Ich schneide mir den ab, mache dasselbe auf der anderen Seite. Und geschafft. Schau, dass ich die Enden vielleicht nicht ganz so lang habe, dass sie da nicht im Weg umstehen. So, 5-6 mm passt ganz gut normalerweise. Und dasselbe auf der anderen Seite noch. Ich kann es auch sagen, wenn ich da jetzt vom Winkel her bedingt nicht hineinkomme, fädle es da einmal kurz aus und fädle mir das dann separat ein. So, immer schauen, dass die Nadel vom Finger weg zeigt, dass man sich nicht versehentlich selber sticht. Knoten, wie gesagt, locker lassen, aber festknoten, dass es sich nicht von selber löst. Das Schlimmste im ZVK-Legen ist immer, wenn der Internist zum Nähen anfängt, heißt's. Ja, wie ein Segelschiff mit wenigen Knoten bottomt. So, gut. Ich habe bei beide lockere Knoten, ich muss aber trotzdem schauen, dass der ZVK an Ort und Stelle bleibt. Jetzt kann ich mir mal das ganze Equipment entfernen und werde den Patienten auspacken. Frage ihn, ob es ihm gut gegangen ist, ob alles passt hat. Meistens sagen von ja, schnell vorbei gewesen, hätte ich mal schlimmer erwartet. Alle Spitzengeräte weg, ziehe die Folie nach unten und auf diese Stelle kann ich mir dann noch einen Verband drauf tun, indem ich entweder ein ganz normales Pflaster drüber klebe, dass sich der ZVK nicht mehr bewegt. Oder vielleicht ein bisschen einen diffizileren Verband mache, je nach Geschmack, je nachdem, wer dabei ist. Was jetzt noch wichtig ist zu wissen, der ZVK ist zwar geleckt und wir haben zwar indirekt die Lagekontrolle gemacht, wir haben gesehen, es ist Blut gekommen, wir haben gesehen, wir haben Extrasystolen gehabt, aber bevor wir den Legeartes verwenden dürfen, müssen wir zuerst mal Kontrolle machen. Wir müssen eine Kontrolle machen, indem wir noch ein Röntgen machen vom Thorax. Das können wir entweder mit einem Mobilgerät machen, so wie es da steht, oder wir machen es direkt im Röntgen. Auf jeden Fall nach ZVK-Anlage gehört einfach notiert, wie schaut der aus. Weil es kann ja zum Beispiel sein, dass wenn der jetzt da oben liegt, dass der sich da irgendwo ringelt und dann in ein Gefäß geht, wo wir nicht haben wollen. Es kann auch zum Beispiel sein, dass der überhaupt bar gegangen ist und sonst irgendwo liegt. Wir wollen wissen, ob da nicht durchs Legen selber ein Pneumothorax oder was entstanden ist. Deswegen machen wir das Thoraxröntgen, dann sehen wir eine Lagekontrolle, sehen, dass keine relevanten Komplikationen aufgetreten sind
und dann ist er verwendbar, wenn wir im Röntgen überprüft haben, dass die Lage stimmt. Jetzt einfach nur kurz zu Demonstrationszwecken. Was gibt es denn noch für Zugänge, die was wir jetzt noch nicht hergezeigt haben? Wir haben vorher mal kurz davon geredet, es gibt sogenannte High-Flow-Katheter, gibt es Quintenkatheter oder andere Formen davon. Die schauen im Prinzip so aus, die sind ähnlich zum Legen wie der zentralvenöse Katheter. Die sind aber deutlich dicker und die sind insgesamt kürzer. Das ist total fein, wenn ich da eben den für eine Nierenersatztherapie brauche oder wenn ich total viel Volumen hineinpumpen muss. Der Katheter wird eigentlich genau gleich gelegt wie der ZVK, der ist auch wieder mit dem Führungsdraht, mit dem Dilatator. Da sind sogar zwei Dilatatoren dabei, weil der so dick ist, dass der dünne allein nicht reicht. Du musst ihn zuerst mit dünnen und danach mit dicken Dilatator hinein und dann kommt eigentlich erst dieser High-Flow-Katheter hinterher. Der hat da vorne so eine kleine Abschrägung, wo ich dann den Katheter hineinschieben kann. Gibt es unterschiedliche Varianten, manche, die was noch so eine eigene Plastiksäle innen drin haben, die was ich dann beim Schieben dann entfernen muss, mache, die was ohne sind. Im Endeffekt, ich schiebe den genau gleich wie den ZVK den Draht entlang hinein, aber nicht bis zu einer gewissen Länge, sondern immer bis zum Anschlag. Da gibt es diese schwarze Markierung und bis zu dieser Markierung wird der in der Haut versenkt. Dann wird er da oben ganz normal festgenäht und dann habe ich da oben meine drei Lumina, da habe ich zwei dicke Lumina, an die zum Beispiel diese dicken Schenkel für die Hämofiltration hängen kann und noch ein dünnes noch mit dazu. Was haben wir noch? Das ist ein Leader Cut. Das ist ein System, mit dem ich jetzt zum Beispiel die Arterie legen kann. Wenn ich jetzt sage, über die herkömmliche Methode, so klinisch, Tasten hinein, bekomme ich es nicht zusammen. Vielleicht ist das Gefäß sehr klein, vielleicht hat er einen sehr schlechten Druck, das ist nicht guter Tast, dann kann ich das Ganze natürlich auch noch Ultraschall gezielt machen. Ich mache es auch wieder genau gleich wie beim ZVK. Mit dem Ultraschall suche die Arterie, schaue, dass ich sie mittig in den Schallkopf bekomme und dann kann ich da mit dieser Führungsnadel hineinstechen und dann sehe ich, wenn hinten aus der Nadel das Blut herauskommt, dann kann ich mit so einem längeren Draht auch wieder über die Seldinger Technik hineinfahren und dann platziere ich damit diesen Leader Cut als arteriellen Katheter über Ultraschall gezielt und über den Führungsdraht. Das haut eigentlich im Normalfall dann hin, wenn es auf die herkömmliche Methode nicht hinhaut und dann bekomme ich auf alle Fälle einen arteriellen Zugang zusammen. Was geben wir euch jetzt mit den Zugängen noch schnell mit? Lasst euch nicht entmutigen, wenn der periphere Zugang auch nach mehreren Versuchen nicht geht. Ihr habt weitere Möglichkeiten, ihr habt weitere Zugänge, weitere Zugangsorte, was ihr wählen könnt und ihr habt das Ultraschallgerät. Probiert es damit und nehmt euch vor allem die Zeit. Das ist einer von den Punkten, wo man sich die Zeit einfach nehmen muss. Auch für die Arterie unter der Reanimation. Das ist einer dieser Fälle, wo ich sage, Pause maximal 10 Sekunden, aber die Zeit dafür muss sein. Kann ich genauso gut sagen, hört es bitte kurz auf drücken, 10 Sekunden, bis die Arterie kurz drin ist und dann hören Sie wieder weiter drücken. Richtet euch in Ruhe, lasst euch die Zeit, nehmt euch die Zeit und lasst euch nicht entmutigen. Und als Abschiedsgeschenk quasi sozusagen schließen wir mit diesem wunderschönen Sonnenuntergang vor unserer Klinik.